Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie wieder erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wie wird es aussehen, wenn Jesus Christus zurückkommt? Was werden die Zustände sein, wenn Jesus Christus seine Herrschaft hier auf Erden beginnt? Nun, wir wissen ja, dass die Bibel uns sagt, dass Jesus Christus zurückkommen wird, um den Wahnsinn der Menschheit abzuschaffen. Er wird zurückkommen zu einem Zeitpunkt, wenn die Welt in einem totalen Vernichtungskrieg begriffen sein wird. Etwas, worüber die meisten Menschen heute noch spotten. Wir haben vor 3 Jahren bereits schon Sendungen gebracht, wo wir vor einer Möglichkeit eines Krieges mit Iran gewarnt haben. Da haben die Menschen damals in den meisten Fällen gespottet. Heute spotten nicht mehr allzu viele. Wir haben auch vor weltweiten Erdbeben gewarnt, die noch kommen werden, wie uns die Bibel dies klar und deutlich sagt. Wir haben davor gewarnt, dass es zu einer Wirtschaftskrise, einer Weltwirtschaftskrise kommen könnte. Damals hatten wir Angela Merkel zitiert, die gesagt hat, das Schlimmste kommt erst noch. Heute spotten nicht mehr allzu viele darüber. Und so sagt uns die Bibel, dass schreckliche Zustände kommen werden, dass Christus zurückkommen muss, um die Tage zu verkürzen, sonst würde kein Mensch am Leben bleiben. Aber ich möchte mich heute auf das konzentrieren, was geschehen wird, wenn Jesus Christus zurückgekommen ist. Wir haben ja, wie ich sagte, das Laubhüttenfest gehalten. Und das Laubhüttenfest symbolisiert ja die Zeit der Herrschaft Jesu Christi hier auf Erden. Und so möchte ich heute einmal eine Predigt bringen, die uns anhand der Prophezeiungen des Buches Jesaja zeigt, wie es aussehen wird hier auf Erden, was für eine wunderbare Zeit es sein wird. Und vergleichen Sie dies mit den Schrecknissen der gegenwärtigen Jetztzeit. Ich glaube, Sie werden alle damit übereinstimmen, dass eine solche Vergleichsmöglichkeit überhaupt gar nicht möglich ist. Ein Unterschied wird bestehen zwischen Tag und Nacht. So möchte ich heute ausschließlich aus dem Buch Jesaja zitieren, und zwar in der Reihenfolge, wie Jesaja diese Prophezeiungen unter Inspiration Gottes niedergeschrieben hat. Und so schauen wir uns zunächst einmal vielleicht die bekannteste oder eine der bekanntesten Stellen im Buch Jesaja an, und zwar im 2. Kapitel. Jesaja Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Und da wird Folgendes gesagt. Jesaja Kapitel 2 und die Verse 1 bis 5. Dies ist es, was Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit, der Endzeit, wenn Jesus Christus zurückkommen wird, der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen. Es wird hier die Regierung Gottes angesprochen, mit einem Berg verglichen. Diese Regierung wird feststehen, sie wird für alle Zeit und Ewigkeit existieren. Er wird höher sein als alle Berge. Und über alle Hügel erhaben. Hier werden jetzt menschliche Nationen angesprochen. Große Nationen werden mit Bergen verglichen, kleinere mit Hügeln. Aber die Herrschaft, die Regierung Gottes wird über alle diese Berge und Hügel erhaben sein. Alle Heiden werden herzulaufen. Also es geht nicht nur um die Juden hier, es geht auch um die Nichtjuden, die hier mit Heiden beschrieben werden. Vers 3. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen. Zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion, Jerusalem, wird Weisung ausgehen, des Herrn Wort von Jerusalem. Denn Christus wird ja in Jerusalem herrschen, er wird ja auf dem Thron Davids sitzen, wie der Engel dies damals bereits schon Maria angekündigt hat. Schauen Sie, wenn sich das herumspricht, dann werden viele Völker, viele Heiden, viele Nationen lernen wollen, was Gottes Gesetz ist. Heute wollen die meisten Menschen davon noch nichts wissen. Es heißt in Vers 4, und er wird richten unter den Heiden, zurechtweisen viele Völker. Und wenn das geschieht, wenn sie erkennen werden, was das Gesetz Gottes beinhaltet, schauen Sie die Reaktion. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Diese berühmte Stelle, die Vereinigten Nationen angewendet haben, die UN angewendet haben, aber die wollen das auf sich selbst beziehen. Und die sagen, unsere Aktivität wird dazu führen, dass es dazu kommen wird. Das ist natürlich totaler Unsinn. Der Mensch alleine wird es niemals schaffen.
Es ist eine Änderung der menschlichen Natur notwendig, eine Gesinnungsänderung. Wie viele Kriege hat es bereits gegeben, seitdem die UN ins Leben gerufen worden ist? Und es wird dahin kommen, wie ich sagte, dass es zu einem weltweiten nuklearen, atomaren Krieg kommen wird, der alles Leben vernichten würde, wenn Christus nicht eingreifen würde, um diese Tage zu verkürzen. Aber dann wird eine Gesinnungsänderung erfolgen. Und dann heißt es hier, denn es wird kein Volk wieder das andere, das Schwert, mehr erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Schauen Sie, Kriegführung muss erlernt werden. Es muss ihnen beigebracht werden, ihren Feind zu hassen, denn sonst wären sie kein guter Soldat. Alles dies wird sich ändern, weil die Menschen erkennen werden, dass dies nicht die Grundlage des Gesetzes Gottes ist. Jakobus sagt uns später, dass Kriege aus unseren Gelüsten heraus entstehen. Und jetzt wird die Aufforderung an uns heute gegeben. In Vers 5, kommt nun, ihr vom Hause Jakob, und wir sind ja heute geistliche Israeliten, wenn wir in Gottes Kirche sind. Lasst uns bereits jetzt schon, ist die Idee, wandeln im Licht des Herrn, weil wir ja wissen, dass alles dies in der Zukunft für alle Menschen der Fall sein wird. Und so sind wir ja heute Botschafter, Pilger, Fremdlinge, die aber vorangehen in dem Weg Gottes, anderen zu zeigen, durch unser Beispiel, wie man leben sollte. Und schauen wir uns jetzt Kapitel 9 an. Die Verse 5 und 6, die uns zeigen, wie es sein wird, wenn Jesus Christus hier auf Erden herrschen wird. Jesaja Kapitel 9 und angefangen in Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Schauen Sie, diejenigen, die gerne so Weihnachten an das kleine, hilflose Baby in der Krippe denken oder die zu Ostern an den toten Heiland am Kreuz denken. Wie viele verstehen, dass die Herrschaft über diese Welt auf der Schulter Jesu Christi ruhen wird? Er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Nicht, dass er der Vater wäre, aber er wird der Begründer des Friedens sein hier auf Erden. Gott, der Vater, hat ja alles durch Jesus Christus erschaffen. Und Jesus Christus wird herrschen auf dieser Erde. Und er wird der Friedefürst sein, der Fürst des Friedens. Er wird Frieden bringen. Heute haben wir keinen Frieden auf dieser Erde, was uns auch bereits schon zeigt, dass Gott heute diese Erde noch nicht beherrscht. Heute herrscht Satan, der Teufel, über diese Erde. Er wird der Gott der Welt genannt. Er wird der genannt, der die gesamte Menschheit verführt hat. Er sagte, Christus, mir ist alle Herrschaft, alle Gewalt übertragen. Und Christus hat das nicht beanstandet. Er wusste, dass dies der Fall war. Aber er wusste auch, dass die Zeit kommen würde, wenn er die Herrschaft über die Erde antreten würde. Vers 6. Auf dass seine, Christi, Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Denn dort wird er sitzen und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Was für eine wunderbare Zeit wird es sein, wenn Menschen keine Kriege mehr führen werden, wenn sie gar nicht mehr wollen, Kriege zu führen. Wenn Gerechtigkeit herrschen wird, Friede, Recht für alle Zeit. Eine Prophezeiung, die in Erfüllung gehen wird. Jesaja Kapitel 11. Auch hier lesen wir dann, was geschehen wird, wenn die Herrschaft Jesu Christi auf dieser Erde errichtet werden wird. Und wie ich meine, in nicht allzu ferner Zukunft. Jesaja Kapitel 11, angefangen Vers 1. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn oder Respekt vor Gott, dass man seine Gebote nicht übertritt, dass man nicht zum Beispiel auf dem Sabbat herumtrampelt oder auf den heiligen Festtagen. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, was heute so oft der Fall ist. Man richtet aufgrund von Hörensagen, was man so gehört hat, was man meint gesehen zu haben. Das wird nicht der Grund sein des wahren
Gericht ist, denn es heißt hier in Vers 4, sondern mit Gerechtigkeit wird er richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen. Rebellion wird nicht mehr toleriert werden. Und mit den Odem seiner Lippen den Gottlosen töten, der sich weigert, ihm zu gehorchen. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein. Die Treue der Gurt seiner Hüften. Und schauen Sie, wenn dies geschehen wird, dann wird es nicht nur zu einer Änderung der menschlichen Natur führen, sondern auch zu einer Änderung der Natur von wilden Tieren, die ja ursprünglich auch nicht wild erschaffen worden waren. Die wurden ja scheinbar wild dadurch, dass Satan eingriff und sie sogar in gewisser Weise inspirierte, ihre Natur änderte. Aber alles dies wird sich wieder ändern. Und so lesen wir in Vers 6, da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, ihre Jungen werden beieinander liegen und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein entwöhntes Kind wird seine Hand strecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Vers 10. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen, wie wir dies bereits im zweiten Kapitel gelesen haben. Und die Städte, da er wohnt, die wird herrlich sein. Eine wunderbare Zeit bricht an. Eine Zeit, die wir ersehnen sollen. Wir sollen ja beten zu Gott dem Vater, dein Reich komme. Es ist noch nicht hier. Es soll auf diese Erde kommen, es soll hier errichtet werden. Und hier wird beschrieben im Buch Jesaja, wie es dann aussehen wird, welche Zustände dann herrschen werden. Jesus Christus wird mit Gerechtigkeit richten, nicht mit der Ungerechtigkeit, die heute in den meisten Fällen vor sich geht, in allen Nationen der Welt, wo wir wahre Gerechtigkeit auch in den Gerichten keineswegs haben. Er wird mit Gerechtigkeit richten. Herrliche Zustände im Millennium werden die Konsequenz sein. Lesen wir auch im 16. Kapitel und in Vers 5. Jesaja 16 und Vers 5. Ja, es wird mit Rebellion umgegangen werden, aber auch mit Gnade, auch mit Barmherzigkeit. Dann wird ein Thron bereitet werden aus Gnaden, heißt es hier, dass einer in Treue darauf sitze in der Hütte Davids und richte und trachte nach Recht und fördere Gerechtigkeit. Schauen Sie, Christus wird mit Gnade, er wird mit Barmherzigkeit richten. Denken wir an seine große Barmherzigkeit, die er der Frau gegenüber anwandte, die damals im Ehebruch ertappt worden war. Weil er ihre Scham sah, weil er ihre Reue sah, weil er diese Reue anerkannte, hat er gesagt, ich verdamme dich auch nicht, gehe aber hin und sündige nicht mehr. Schauen Sie, wahre Reue beinhaltet, dass man sich von dem falschen Weg abwendet und den richtigen Weg geht. Reue ist heute etwas, was in den Gerichten der Welt kaum in irgendeiner Form einen Einfluss hat. Aber Jesus Christus wird Gnade und Barmherzigkeit zeigen. Und er wird aber auch die Gerechtigkeit fördern, das heißt, er wird sie schnell herbeiführen. Es wird keine Zustände mehr geben, wo jemand für 10, 15 Jahre im Gefängnis sitzt, wie hier zum Beispiel in Amerika, auf seine Todesstrafe wartet, aber aufgrund der Gesetze darauf warten muss, weil es Berufungen geben muss, auch wenn er die gar nicht will. So etwas wird es nicht mehr geben. Schauen wir uns auch Kapitel 24 an. Jesaja 24 und in Vers 23. Jesaja 24 und Vers 23. Der Mond wird schamrot werden, die Sonne sich schämen, wenn der Herr Zebaoth König sein wird auf dem Berg Zion und zu Jerusalem und vor seinen Ältesten in Herrlichkeit. Schauen Sie, Christus wird von Jerusalem aus richten. Er wird auf dem Thron Davids sitzen, der dann in Jerusalem sein wird. Aber es heißt auch, er wird vor seinen Ältesten in Herrlichkeit erscheinen.
Wer sind diese Ältesten? Schauen wir uns Kapitel 25 an. Jesaja 25, die Verse 7 bis 8. Er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Wovon ist hier die Rede? Es ist davon die Rede, dass die Menschen heute die Wahrheit Gottes gar nicht erkennen können. Sie sind abgeschnitten von Gott. Eine Hülle, eine Decke liegt über ihrem Gesicht, über ihrem Verstand. Schauen Sie, heute muss Gott diejenigen auserwählen, denen er die Wahrheit kundtun will. Wenn Sie heute die Wahrheit verstehen, gehören Sie aller Wahrscheinlichkeit nach zu denen, die dazu berufen sind. Denn die ganze Welt an sich ist ja in der Herrschaft Satans befangen, abgeschnitten von Gott. Aber wenn Christus zurückkommen wird, um auf dieser Erde zu herrschen, dann wird er diese Hülle wegnehmen. Dann werden allen Menschen der Verstand geöffnet werden. Die werden dann verstehen können, worum es geht. Die müssen dann natürlich noch sich entscheiden, ob sie Gottes Wahrheit anerkennen wollen und danach leben wollen oder nicht. Aber sie werden zunächst einmal die Gelegenheit erhalten, dies zu tun. Und dann heißt es hier in Vers 8, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat es gesagt. Letztendlich bezieht sich dies natürlich auf den Zeitpunkt, wie er in der Buch der Offenbarung beschrieben wird, wenn Gott, der Vater, sogar auf diese Erde zurückkommt. Wenn allen Menschen die Gelegenheit gegeben worden sein wird, sich entweder für Gottes Weg zu bekennen, zu entscheiden oder den falschen Weg zu gehen. Aber auch hier wird bereits schon davon gesprochen, dass diejenigen, die berufen werden, die den Weg anerkennen, die bereuen, die an das Opfer Jesu Christi glauben, an das Evangelium Jesu Christi und des Reiches Gottes glauben, die sich taufen lassen auf richtige Weise, die den Heiligen Geist erlangen, die werden letztendlich verwandelt werden in Geistwesen und dann wird für sie es keinen Tod mehr geben. Und natürlich im Millennium wird dies allen Menschen zunächst einmal angeboten werden und die sich dann dafür entscheiden, für die wird es dann auch keinen Tod mehr geben, wenn sie Geistwesen dann werden. Und es wird natürlich für sie auch keine Tränen mehr geben. Alle Angesichter werden letztendlich keine Tränen mehr haben, letztendlich wird es keinen Tod mehr geben für alle Menschen, denn entweder werden sie zu Geistwesen verwandelt worden sein oder sie werden im feurigen Pfuhl in der dritten Auferstehung vernichtet worden sein. In Jesaja Kapitel 26 lesen wir in Vers 3. Wie können Sie heute bereits schon Frieden haben? Wie können Sie den Frieden haben, den Gott den Menschen im Millennium geben wird? Hier wird gesagt, wie Sie heute bereits schon in dieser Zeit der Unsicherheit, in dieser Zeit des Krieges, in dieser Zeit der wirtschaftlichen Probleme, persönlicher Probleme, vielleicht Eheprobleme, Probleme mit Ihren Freunden, Ihren Eltern, Ihren Kindern, Probleme möglicherweise bei Ihrer Arbeit. Wie können Sie trotz aller dieser Probleme heute bereits Frieden haben? Inneren Frieden. Nun, Kapitel 26 und Vers 3 sagt uns, wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Schauen Sie, er verlässt sich nicht auf seine eigene Kraft, auf seine eigene Intelligenz, auf seine eigenen Talente. Er verlässt sich auf Gott. Und Gott verspricht uns, dass wenn wir uns auf ihn verlassen, wenn wir ihm gehorsam sind, wenn wir leben, wie es ihm wohlgefällt, dann sagt er sogar, wird er unsere Feinde sich mit uns versöhnen lassen. Sogar äußerer Frieden wird angeboten, aber zumindest sicherlich innerer Frieden. Jesus Christus sagte, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, sondern meinen Frieden sollt ihr haben, wenn ihr meine Jünger seid und so lebt, wie ich es euch gesagt habe. In Kapitel 29 lesen wir die Verse 22 bis 24. Jesaja 29, die Verse 22 bis 24. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Hause Jakob. Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Denn wenn sie sehen werden die Werke meiner Hände, seine Kinder in ihrer Mitte,
werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten oder respektieren oder ehren. Auch hier wiederum wird gesagt, dass die Menschen im Millennium, und es wird hier hauptsächlich von den Israeliten gesprochen, aber es geht natürlich, wie wir gesehen haben, auch um die Nicht-Israeliten, die werden Gott verherrlichen, wenn sie erkennen, wie falsch sie gelebt haben. Vers 24. Und die, welche irren in ihrem Geist, und die meisten Menschen heute, die irren ganz gewaltig in ihrem Geist, die werden Verstand annehmen, richtigen, wahren, geistlichen Verstand. Und die, welche murren, die sich gegen die Lehren Gottes auflehnen, die werden sich belehren lassen. Schauen Sie, eine Änderung der Gesinnung wird hier prophezeit, eine Änderung der menschlichen Natur. Heute lehnen die meisten Menschen die Wahrheit Gottes ab. Die wollen sich nicht belehren lassen. Die wollen so leben, wie sie es leben, wie sie leben wollen. Keiner ist da, der ihnen sagen sollte, wie sie leben sollten. Das wird sich ändern. Diese Selbstgerechtigkeit, diese Rebellion wird abgeschafft werden. Die menschliche Natur, der menschliche Geist, das menschliche Herz wird sich ändern. Das Herz aus Stein wird verwandelt werden in ein Herz von Fleisch, wie wir an anderen Stellen lesen. Schauen wir uns Kapitel 30 an, angefangen in Vers 18. Jesaja Kapitel 30 und angefangen in Vers 18. Darum harrt der Herr darauf, dass er euch gnädig sei. Schauen Sie, der harrt darauf, der wartet darauf, seine Gnade zeigen zu können. Und er macht sich auf, dass er sich euer erbarme. Denn der Herr ist ein Gott des Rechtes, wohl allen, die auf ihn harren. Du Volk Zions, das in Jerusalem wohnt, du wirst nicht weinen. Er wird dir gnädig sein, wenn du rufst. Er wird dir antworten, sobald er es hört. Und der Herr wird euch in Trübsal Brot und in Ängsten Wasser geben. Und dein Lehrer, und in der hebräischen Originalbibel heißt es deine Lehrer, Plural. Denken wir daran, Christus wird vor seinen Ältesten herrlich sein. Hier wird jetzt von deinen Lehrern gesprochen. Deine Lehrer werden sich nicht mehr verbergen müssen, sondern deine Augen werden deine Lehrer sehen. Wer sind diese Lehrer? Deine Ohren werden hinter dir das Wort hören. Dies ist der Weg. Den geh, sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Sie, meine Damen und Herren, haben das Potenzial, haben die Möglichkeit, einer dieser Lehrer zu werden, wenn Gott sie heute zu seiner Wahrheit beruft und wenn sie dieser Berufung folgen. Und sie werden dann diejenigen sein als Geistwesen, denn wenn Christi Geist in ihnen wohnt, wenn sie sterben, dann werden sie in der ersten Auferstehung sein, zu einem Geistwesen auferweckt werden, aber sie werden dann immer noch die Möglichkeit haben, sich zu manifestieren, sodass dann die Menschen sie sehen können, wie auch die Jünger Jesu Christi sahen nach seiner Auferstehung. Und sie werden ihre Stimme hören können, wenn sie die warnen und sagen, geht nicht diesen falschen Weg, geht den richtigen Weg, weicht nicht ab zur Rechten oder zur Linken. Und schauen Sie auch hier wiederum, was die Reaktion der Menschen sein wird. Vers 22, und ihr werdet entweihen eure übersilberten Götzen und die goldenen Hüllen eurer Bilder und werdet sie wegwerfen, wie Unrat, und zu ihnen sagen, hinaus. Schauen Sie, eine wunderbare Zeit wird anbrechen, wenn die Menschen erkennen werden, dass ihre Religionen in Gottes Augen nichts weiter waren als Götzendienst. Und gehen Sie nicht von der falschen Auffassung aus, dass es keinen Götzendienst in den heutigen sogenannten christlichen Religionen geben könnte. Wir lesen weiter in Vers 23. Und er wird deinem Samen, den du auf den Acker gesät hast, Regen geben und dir Brot geben vom Ertrag des Ackers in voller Genüge. Und dein Vieh wird zu der Zeit weiden auf weiter Aue. Die Rinder und Esel, die auf dem Felde ackern, werden gesalzenes, gemengtes Futter fressen, das geworfelt ist mit Schaufel und Wurfgabel. Und es werden auf allen großen Bergen und auf allen hohen Hügeln Wasserbäche und Ströme fließen zur Zeit der großen Schlacht, wenn die Türme fallen werden. Ja, das wird erst noch kommen. Türme werden fallen. Schauen Sie, zwei Türme sind in Amerika bereits vor einigen Jahren gefallen. Noch mehr werden fallen. Es wird zu einer großen Schlacht kommen. Wie ich sagte,
Jesus Christus wird kommen müssen, um diesen Wahnsinn des Krieges zu beenden. Aber dann wird es eben zu herrlichen Zuständen kommen. Es heißt hier in Vers 26, des Mondes Schein wird sein wie der Sonnenschein. Und der Sonnenschein wird siebenmal heller sein zu der Zeit, wenn diese katastrophalen Dinge sich entwickeln werden, wenn der Herr den Schaden seines Volkes verbinden und seine Wunden heilen wird. Da werden wir gleich noch mehr darüber lesen. Christus wird kommen, um den Schaden seines Volkes zu verbinden, um seine Wunden zu heilen, um seine Sünden zu vergeben. Aber wir werden Lehrer unter Christus sein, wenn wir uns für das Reich Gottes qualifizieren heute. Wir werden in der Lage sein, die Menschen zu belehren, weil wir heute Gott gezeigt haben, dass wir uns von ihm belehren lassen wollen. In Kapitel 32 lesen wir in Vers 1: Siehe, es wird ein König regieren, Gerechtigkeit aufzurichten, und Fürsten werden herrschen, das Recht zu handhaben. Wer sind diese Fürsten? Nun, es sind die Ältesten, es sind die Lehrer, es sind diejenigen, die unter Christus herrschen werden, wie uns das Buch Offenbarung es sagt. Wir werden herrschen mit und unter Christus für 1000 Jahre als Priester und als Könige. Sie haben das Privileg, wenn Gott sie heute beruft, anderen die Wahrheit lehren zu können, ihnen Frieden geben zu können, ihnen das Heil anbieten zu können, ihnen helfen zu können, richtig zu leben. Schauen Sie, einige haben mir geschrieben und gesagt, wir verstehen eigentlich nicht, warum Gott uns heute beruft, nachdem wir die ganzen Jahre hindurch so falsch gelebt haben. Und einige sind nicht in der Lage oder willens, sich selbst zu vergeben. Sie meinen, ihre Sünden seien zu groß. Gott könnte ihnen diese Sünden nicht vergeben. Und von daher sind sie nicht willens, sich selbst zu vergeben. Schauen Sie, ihre Sünden können so groß sein wie der Himalaya, der Mount Everest. Gott wird sie vergeben, wenn sie aufrichtig bereuen. Wie wir das gleich noch lesen werden. Schauen Sie, wenn Gott sie heute beruft, dann akzeptieren sie dies. Im ersten Korintherbrief wird uns gesagt, wen heute Gott eigentlich beruft. Nicht die Weisen dieser Welt, nicht die Gerechten. Was sagte Christus? Nicht die Gerechten, die sich für gerecht halten, die benötigen des Arztes, sondern die Sünder. Er kam, Sünder zu berufen. Zu seinem Weg. Denken Sie nicht daran, dass Ihre Sünden zu groß wären, dass sie nicht vergeben werden könnten, was immer Ihre Sünden auch gewesen sein mögen. Wenn Gott Sie beruft, dann achten Sie auf diesen Ruf und befolgen Sie ihn. Seien Sie nicht wie Jona, der von seiner Berufung davonlief, der nicht das tun wollte, was Gott ihm gebot. Aber schauen Sie, Gott hat doch dazu beigetragen, dazu gesehen, dass er seinen Auftrag erfüllte. Wenn Gott sie heute beruft, wenn Gott sie heute in seinen Leib, in den Leib Jesu Christi hineinversetzen will, wie ich dies bereits schon gesagt habe, nachdem Reue erfolgt ist, nachdem der wahre Glaube erfolgt ist, nachdem die Taufe erfolgt ist, dann werden sie den Heiligen Geist erhalten, sie werden dann ein Embryo sein, sozusagen, ein geistlicher Embryo in dem Reich Gottes, das dann hier auf Erden errichtet werden wird. Sie werden dann teilhaben an der Gottfamilie. Wenn das Gott tut, dann hat er auch für sie einen Auftrag. Es geht nicht darum, dass sie da nur einfach dazu da sind, dass sie das Heil bekommen können. Sie haben einen Auftrag. Sie haben den Auftrag, teilzuhaben an dem Auftrag, den Gott seiner Kirche heute gegeben hat. Und wie heißt dieser Auftrag? Predigt das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Das ist ihr Auftrag, an dem sie teilhaben sollen. Nicht isoliert, sondern Teil des Leibes Christi, in den Gott sie einpflanzen will, wenn sie berufen sind heute. Also laufen sie nicht von ihrem Ruf davon. In Kapitel 32 lesen wir die Verse 14 bis 18. Die Paläste werden verlassen sein. Die Stadt, die voll Getümmel war, wird einsam sein. Dass Burg und Turm für immer zu Höhlen werden, dem Wild zur Freude, den Herden zur Weide. Wie lange? So lange, bis über uns ausgegossen wird der Geist aus der Höhe. Dann wird die Wüste zum fruchtbaren Lande und das fruchtbare Land wie Wald geachtet werden. Und das Recht wird in der Wüste wohnen und Gerechtigkeit im fruchtbaren Lande.
und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Wollen Sie heute schon Frieden haben? Dann leben Sie gerecht. Und Gerechtigkeit wird definiert als das Halten der Gebote Gottes. Der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein. Nicht Krieg, nicht Unruhe, Stille und Sicherheit. Dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe. Schauen Sie, das wird die Konsequenz sein, wenn Jesus Christus herrscht, wenn Sie unter ihm herrschen werden, ihn helfen werden, diese wunderbaren Zustände herbeizuführen. Ich meine, können wir uns etwas Wunderbareres vorstellen, als wirklich beitragen zu können, der Welt Frieden zu bringen? Heute wollen das viele tun. Politiker, die sagen uns, wenn sie mich wählen, dann werde ich dazu beitragen, dass unser Land in Frieden und Sicherheit und Wohlstand leben wird. Wir wissen, dass sie nicht in der Lage sein werden, dies tun zu können, selbst wenn sie es wollten. Aber wir werden in der Lage sein, es zu tun, wenn Jesus Christus zurückkommt und wir teilhaben an der Herrschaft, wenn wir im Reich Gottes sein werden. Gott sein werden. Mitglieder der Gottfamilie. Wenn wir allmächtig sein werden, wenn wir die Macht haben werden, dies herbeizuführen. Aber wir müssen uns heute darauf vorbereiten. Wir müssen Gott zeigen, dass wir niemals seine Macht, die er uns geben will, missbrauchen werden. Und wir tun dies dadurch, dass wir ihm zeigen, dass wir ihn in allem gehorchen wollen. Schauen wir uns Kapitel 33 an, die Verse 20 bis 24. Jesaja 33 und die Verse 20 bis 24. Schaue auf Zion, die Stadt unserer Feiern. Deine Augen werden Jerusalem sehen. Eine sichere Wohnung, ein Zelt, das nicht mehr abgebrochen wird. Seine Pflöcke sollen nie mehr herausgezogen und keine seiner Seile zerrissen werden, wie dies heute so viele tun wollen im Nahen Osten. Denn der Herr wird dort bei uns mächtig sein. Und weite Wassergräben wird es geben, auf denen kein Schiff mehr fahren, kein stolzes Schiff mehr dahinziehen kann. Aber es geht hier um Kriegsschiffe, die kommen würden, Jerusalem zu belagern. Gott sagt, das wird es nicht mehr dann geben. Denn der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Meister, der Herr ist unser König. Der hilft uns. Seine Taue hängen lose, sie halten den Mastbaum nicht fest und die Segel spannen sich nicht. Dann wird viel Beute ausgeteilt werden und auch die Lahmen werden plündern. Und kein Bewohner wird sagen, Vers 24, ich bin schwach oder ich bin krank. Denn das Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünde haben. Schauen Sie, manchmal ist Krankheit Resultat von Sünde. Nicht immer. Keineswegs immer, aber manchmal schon. Wenn jemand nicht willens ist, zum Beispiel seinen Alkoholismus abzuschaffen, seinen Drogenkonsum abzuschaffen, Rauchen abzuschaffen, kann er davon krank werden. Und wir wissen ja, dass alles die Sünde ist, weil wir sind ja Eigentum Gottes. Das heißt ja sogar, dass der Geist in uns wohnt. Und wir sollen natürlich nicht in irgendeiner Form den Geist Gottes in uns beschämen. Aber selbst wenn wir den Geist Gottes noch nicht haben, weil wir noch nicht getauft worden sind, wenn wir berufen werden, wirkt ja Gottes Geist bereits mit uns. Der Mensch wird zu der Erkenntnis kommen, dass er nicht so leben darf, dass es seinem eigenen Körper schadet. Aber Gott wird auch die Gebrechen, die bereits entstanden sind, heilen. Und niemand wird mehr krank sein. Heilung wird erfolgen, physische Heilung, aber auch, wie wir gesehen haben, geistliche Heilung. Auch das ist ein Zustand, der im Millennium existieren wird. Niemand wird mehr sagen, ich bin krank, denn Gott wird jeden heilen und die Sünden, die vielleicht zur Krankheit geführt haben, vergeben, weil man sie bereut. Lesen wir auch in Jesaja Kapitel 35, angefangen in Vers 1. Jesaja 35, angefangen in Vers 1. Die Wüste und die Einöde wird frohlocken, und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon.
Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärket die müden Hände, machet fest die wankenden Knie. Eine Aufforderung an die Kirche Gottes heute, diese Ermutigung zu verkünden. Saget den verzerrten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache. Zur Rache an denen, die ungerecht handeln, die Verfolgungen der Gerechten erzeugen. Überlassen wir ihm diese Rache. Rächen wir uns nicht selbst, wie Paulus sagt. Er sagt, Gott sagt, ich werde vergelten. Und er sagt aber auch, es ist eine schreckliche Sache, in die Hand des Rächen Gottes zu fallen. Aber machen wir nicht den Fehler, dass wir jetzt meinen, wir müssten uns selbst rächen, an denen, die uns verfolgen. Nein, lassen wir dies Gott tun. Er sagt, er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Und dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, und die Zunge der Stummen wird verlocken. Ganz buchstäblich, natürlich auch geistlich. Die geistlich blind sind, die werden dann sehen. Die geistlich taub sind, die werden dann hören. Aber auch ganz buchstäblich, wir hatten ja gelesen, dass Gott Krankheiten heilen wird. Es wird keine physische Blindheit mehr geben. Es wird keine physische Taubheit mehr geben. Menschen, die heute lahm sind, die unfähig sind, sich zu bewegen, die werden wieder diese Befähigung erhalten. Eine wunderbare Zeit wird anbrechen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen, heißt es in Vers 6, und Ströme im dürren Lande. Und dann lesen wir auch in Vers 10. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Schauen Sie, wenn wir in das Reich Gottes eingehen, Gott sagt, dann werden wir in die Freude unseres Herrn eingehen. Und wir sollen diese Freude anderen mitteilen, anderen beibringen. Und wir werden dies im Millennium im großen Maße tun können. Und es heißt hier, Seufzen und Schmerz wird entfliehen, wird es nicht mehr geben, für die, die dann leben werden. Kapitel 38, lesen wir Vers 19. Jesaja 38 und Vers 19. Allein die da leben, die loben dich, so wie ich heute. Also die in der Zukunft, die werden dann, die leben werden, die werden dann auch Gott loben, so wie Jesaja es heute tut. Oder in diesem Fall ist es Hiskia, der hier zitiert wird. Der Vater macht den Kindern deine Treue kund. Oder, man kann auch übersetzen, die Väter machen den Kindern deine, also Gottes, Treue kund. Schauen Sie, im Millennium werden die Väter, die Eltern, die zunächst einmal selbst über Gottes Weg belehrt werden, dies dann ihren Kindern weitergeben. Das sollten sie heute bereits tun. Heute sollten bereits schon die Eltern ihren Kindern die Wahrheit lehren. Das Problem ist nur, die meisten Eltern wissen gar nicht, was die Wahrheit ist. Aber das wird anders werden. Die Kinder werden ebenfalls die Wahrheit erkennen und werden dann, wenn sie alt genug sind, sich auch für die Wahrheit entscheiden können. Wie das auch bereits heute der Fall ist bei jenen, die in der Kirche groß geworden sind, die sich ebenfalls bereits heute schon für die Wahrheit entscheiden können, wenn sie es wollen. Schauen wir uns Kapitel 40 an, die Verse 1 und 2. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Schauen Sie, Jerusalem, das Haus Juda, aber auch das Haus Israel, werden noch in die Verbannung ziehen müssen. Sie werden noch versklavt werden. Sie werden im nächsten Krieg verlieren. Sie werden geknechtet werden. Die Bibel macht dies ganz deutlich. Aber wir sollen auch bereits schon jetzt predigen, dass diese Knechtschaft ein Ende nehmen wird. Wenn Christus zurückkommt, wird er sie aus der Versklavung befreien, wird sie zurückbringen ins gelobte Land. Und so lesen wir hier, ihre Knechtschaft wird ein Ende haben, predigt, dass ihre Schuld
vergeben ist. Schauen Sie, Gott lässt dich zu, weil das Haus Israel, das moderne Haus Israel und das moderne Haus Juda sich groß und gewaltig an Gott verschuldet haben, an Gott gesündigt haben. Aber wenn die Reue kommt, dann wird auch diese Schuld vergeben werden. Wie auch Gott ihnen heute bereits schon ihre Schuld vergibt, wenn sie sie bereuen. Und wenn sie das Opfer Jesu Christi zur Vergebung ihrer Sünden annehmen. Das heißt hier, sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Ja, Sünde bringt Strafe mit sich. Und manchmal sogar gewaltige Strafe, um uns aufzuwecken, sodass wir zur Reue gelangen können. Und dann wird Gott uns diese Sünde vergeben, wie er es hier anhand von Juda und Jerusalem deutlich macht. Kapitel 41, Jesaja 41, die Verse 18 bis 20. Da sagt Gott, ich will Wasserbäche auf den Höhen öffnen und Quellen mitten auf den Feldern und will die Wüste zu Wasserstellen machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Und ich will in der Wüste wachsen lassen Zedern, Akazien, Myrten, Ölbäume. Ich will in der Steppe Pflanzen miteinander Zypressen, Buchsbaum und Kiefern. Einige sagen heute, ja, wie soll das überhaupt gehen? Wie sollen denn die Menschen überhaupt auf der Erde leben können mit den vielen Ozeanen, mit den vielen Wüsten? Hier wird eine Stelle uns gezeigt, wie Gott es machen wird. Er wird aus Wüsten fruchtbare Ländereien machen. Wir wissen ja bereits auch heute schon, dass es viele Wasserbäche und Seen unter einigen Wüsten gibt. Aber der Mensch weiß nicht so recht, wie er diese unterirdischen Wasserläufe kultivieren kann, anwenden kann im Hinblick auf die Wüsten. Aber Gott weiß, wie er das tut. Und so lesen wir hier Vers 20, damit man zugleich sehe und erkenne und merke und verstehe, des Herrn Hand hat dies getan. Also nicht der Mensch mit all seiner großen Intelligenz, der nicht in der Lage ist, dies zu tun, aber Gott wird es tun. Und der Heilige Israels hat es geschaffen. Eine wunderbare Zeit wird anbrechen, wenn wir uns dies vorstellen. Alle die Dinge, die wir heute so gern tun würden und nicht tun können, Gott wird dies bewerkstelligen. Wüsten werden zu fruchtbarem Land werden im Millennium. Schauen wir uns auch Kapitel 43 an. Jesaja 43, angefangen in Vers 18. Gedenkt nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorige, denkt nicht immer an eure Sünden. Wenn ihr sie bereut, wird Gott sie euch vergeben. Dann könnt ihr eure Schuldgefühle ablegen. Denn siehe, Vers 19, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Sie können heute bereits zu den Auserwählten gehören, zu dem Volk, das Gott vorbereitet. Wenn Gott sie beruft, dann weisen sie diese Berufung nicht ab. Ich glaube nicht, dass Gott das sehr gerne sieht, wenn wir seiner Berufung nicht folgen. Schauen wir uns auch in Vers 25 an, im gleichen Kapitel, was er sagt. Jesaja 43 in Vers 25. Ich, sagt Gott, tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Warum gedenken Sie dann noch Ihrer Sünden, wenn Gott sie Ihnen vergeben hat? Schauen wir uns nun Kapitel 44 an, die Verse 3 bis 5. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich bin des Herrn. Und jener wird genannt werden mit dem Namen Jakob. Und wieder ein anderer wird in seiner Hand schreiben, dem Herrn eigen, und wird mit dem Namen Israel genannt werden. Schauen Sie, der Hass des Antisemitismus, den wird es nicht mehr geben.
Im Gegenteil, wir lesen an anderen Stellen, dass Menschen zu Juden kommen werden und sagen, führe uns zu dem Hause Jakob, wir wissen, dass Gott bei euch wohnt. Wir wollen auch die Wahrheit erkennen. Und wenn wir verstehen, dass wir als Christen heute geistliche Juden sind, wie können wir dann auf derselben Linie wie die Antisemitisten fahren? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Schauen wir uns auch Kapitel 48 an. Jesaja 48, die Verse 17 bis 18. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Wege, den du gehst. Gilt dies für uns heute? Akzeptieren wir Gottes Lehre, der uns lehrt, was uns hilft? Akzeptieren wir die Tatsache, dass wir auf Gottes Weg gehen müssen und wenn wir es tun, dass Gott uns leitet? Nun, die meisten Menschen akzeptieren das heute keineswegs. Und so sagt Gott hier in Vers 18, O, dass du auf meine Gebote gemerkt hättest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Auch hier wiederum wird der Zusammenhang deutlich zwischen dem Halten der Gebote und Gerechtigkeit. Die Menschen heute achten in den meisten Fällen nicht auf Gottes Gebote. Und von daher haben sie keinen Frieden. Von daher haben sie keine Gerechtigkeit. Von daher haben sie auch keinen Erfolg in ihrem Leben. Aber hier wird uns gesagt, wie man Frieden erlangen kann, wie wir heute schon Frieden erlangen können. Auch in Kapitel 49 und Vers 6. Er spricht, es ist zu wenig, dass du, und Gott, der Vater, spricht hier zu Jesus Christus, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Diese Stelle wird im Neuen Testament zitiert, auf Jesu Christi erstes Kommen angewandt, aber sie hat natürlich da nur einen Vorläufercharakter. Es geht hier um das allgemeine Heil, das allen Völkern angeboten werden wird im Millennium und dann auch im großen weißen Throngericht während der zweiten Auferstehung. Das bedeutet nicht, dass jeder das Heil annehmen wird. Das bedeutet auch nicht, dass diejenigen, die bereits die unvergebbare Sünde begangen haben oder noch begehen werden, das Heil angeboten bekommen werden. Noch einmal, wir sprechen keine zweite Chance oder Gelegenheit aus, keineswegs. Aber die meisten Menschen heute haben noch nicht einmal die erste Chance erhalten. Die meisten Menschen heute wissen nichts von Jesus Christus. Die meisten Menschen, wenn sie von Jesus Christus gehört haben, glauben an einen falschen Christus, glauben an ein falsches Evangelium, von dem Paulus spricht. Die Wahrheit ist ihnen nach wie vor verschlossen. Diese Hülle, diese Decke ist nach wie vor über ihren Häuptern. Aber dies wird anders werden und Christus und diejenigen, die unter ihm herrschen werden, werden diese Wahrheit allen Völkern verkünden. In großem Maße im Millennium und dann natürlich auch während der zweiten Auferstehung des großen weißen Throngerichtes. In Vers 8, im gleichen Kapitel. So spricht der Herr. Ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade, habe dir am Tage des Heils geholfen. Aber das bedeutet nicht, dass es nur einen Tag des Heils gibt. Einige sagen heute, entweder wir entscheiden uns heute für die Wahrheit und alle anderen, die sich heute nicht für die Wahrheit entscheiden, die sind für alle ewige Zeiten in der Hölle verdammt. Auch diejenigen, die noch nie etwas von Christus gehört haben. Das ist natürlich totaler Unfug. Es geht darum, wenn Gott ihnen heute die Berufung anbietet, dann ist für sie heute der Tag ihres Heils gekommen. Ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade. Ich habe dir am Tage des Heils geholfen und habe dich behütet und zum Bund für das Volk bestellt. Und hier geht es natürlich um Jesus Christus, dass du das Land aufrichtest und das verwüstete Erbe zerteilst oder zuteilst, zu sagen den Gefangenen, geht heraus. Christus kommt, Gefangene zu befreien. Zu denen, die in der Finsternis leben, kommt er vor. Am Wege werden sie weiden und auf allen kahlen Höhen ihre Weide haben. Sie werden weder hungern noch dürsten. Sie wird weder Hitze noch Sonne stechen, denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie an die Wasserquellen leiten, an diese Wasserquellen des Wassers, das zum ewigen Leben führt, wie im Johannesbrief die Rede ist.
Schauen Sie, auch dies sind Situationen, die kommen werden. Vers 11. Ich will alle meine Berge zum ebenen Wege machen und meine Pfade sollen gebahnt sein. Siehe, diese werden von Ferne kommen. Und siehe, jene vom Norden und diese vom Meer und jene vom Lande Sinim. Möglicherweise eine Anspielung auf China. Also alle Nationen, wie wir das bereits gelesen haben, werden zu Jesus Christus hinströmen, um die Wahrheit dann gelehrt zu bekommen. Wie ist das heute doch anders in dieser von Satan beherrschten Welt? Jesaja 51, lesen wir die Verse 3 bis 6. Ja, der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn, dass man Wonne und Freude darin findet, Dank und Lobgesang. Merkt auf mich, ihr Völker und ihr Menschen, hört mir zu, denn Weisung wird von mir ausgehen und mein Recht will ich gar bald zum Licht der Völker machen, denn meine Gerechtigkeit ist nahe. Mein Heil tritt hervor, meine Arme werden die Völker richten, die Inseln werden auf mich warten, auf meinen Arm. Hebt eure Augen auf den Himmel und schaut unten auf die Erde. Denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen. Und die darauf wohnen, werden wie Mücken dahin sterben. Aber mein Heil bleibt ewiglich und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen. Also hier auch wiederum wird gesagt, letztendlich sogar, dass über das Millennium hinausgehend, alles dies auch während des großen weißen Throngerichtes erfolgen wird. Und die Menschen werden die Wahrheit erkennen. Und die meisten ohne Zweifel werden auch sich für die Wahrheit entscheiden. Christi Recht wird zum Licht der Völker werden. Ist das etwas, das uns kalt lassen sollte? Oder ist es etwas, was uns sehr motivieren sollte, heute bereits dieses Evangelium zu verkündigen, sodass diese Zeit der Erquickung bald kommen kann? In Jesaja 54 lesen wir angefangen in Vers 11. Du Elende, über die alle Wetter gehen, die keinen Trost fand. Siehe, ich will deine Mauern auf Edelsteinen stellen und will deinen Grund mit Saphiren legen. Es geht hier natürlich um das heilige Jerusalem, das Gott zurzeit im Himmel vorbereitet. Das ist etwas, worauf wir auch noch blicken können. Das wird noch in der Zukunft geschehen, nach dem großen weißen Throngericht, nach der dritten Auferstehung, wenn der Vater sogar auf die Erde herabkommen wird. Deine Zinnen aus Kristallen will ich machen und deine Tore von Rubin und alle deine Grenzen von erlesenen Steinen und alle deine Söhne sind Jünger des Herrn und großen Frieden haben deine Söhne. Lesen wir Vers 14. Du sollst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Du wirst ferne sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten, und von Schrecken, denn er soll dir nicht nahen. Und jetzt kehrt er zurück auf das Millennium. Und hier lesen wir in Vers 15, siehe, wenn man kämpft, dann kommt es nicht von mir. Wer gegen dich streitet, wird im Kampf gegen dich fallen. Schauen Sie, es wird eine Episode berichtet im Buch Ezekiel, wo asiatische Horden zu Beginn des Millenniums noch einmal versuchen werden, Jerusalem zu erobern. Und Gott wird diese Armeen vernichten, übernatürlich. Und das ist hier eine Bezugnahme darauf. Denn wenn die angreifen werden, das kommt nicht von Gott, und sie werden im Kampf fallen. Sie werden total vernichtet werden. Lesen wir auch Vers 17. Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn, und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Schauen Sie, ausgesprochen wichtig, dies zu begreifen. Wie ich sagte, Gottes Gebote werden als Gerechtigkeit definiert. Aber sie können Gottes Gebote nicht halten, von sich aus, in vollkommener Weise. Es sei denn, Gottes Geist wohnt in ihnen und gibt ihnen die Kraft dazu. Und wenn Gottes Geist noch nicht in ihnen wohnt, aber bereits mit ihnen ist, dann können sie auch schon zu einem gewissen Maße die Kraft erhalten, Gottes Gebote wenigstens in einem gewissen Umfange zu halten. Aber schauen Sie, alles dies kommt von Gott. Alleine auf sich gestellt können sie Gottes Gesetz nicht halten.
Gott sagt uns durch den Apostel Paulus, es ist unmöglich für die menschliche Natur, dem Gesetz Gottes untertan zu sein. Und deswegen kann es dies auch nicht und will es dies auch nicht. Die Gerechtigkeit kommt von Gott. Schauen Sie, und wenn wir sündigen und die Sünde bereuen und die Sünde dann aus unserem Leben vertilgt wird, vergeben wird und wir dadurch wieder gerecht werden, auch das kommt von Gott. Sie können ja Ihre eigene Sünde nicht abwischen. Gott muss dies tun. Und so sagt Jesaja bereits hier schon, meine oder ihre Gerechtigkeit kommt von mir. Auch das ist sehr wichtig zu verstehen. Noch einmal in Kapitel 57 wird uns gezeigt, wie wir Frieden haben können. Jesaja 57, angefangen in Vers 17. Ich war zornig über die Sünde ihrer Habgier und ich schlug sie, verbarg mich und zürnte. Sie gingen treulos die Wege ihres Herzens. Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben. Und denen, die da Leid tragen, will ich Frucht der Lippen schaffen. Friede, Friede denen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der Herr, ich will sie heilen. Aber die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das nicht still sein kann. Und dessen Wellen Schlamm und Unrat auswerfen. Die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht mein Gott. Wie können sie Frieden haben, indem sie aufhören, gottlos zu sein? Indem sie ihre Sünden bereuen. Indem sie Vergebung ihrer Sünden erhalten. Indem sie aufhören, den falschen Weg zu gehen, beginnen, den richtigen Weg zu gehen. Das ist ein Versprechen Gottes. Wenn sie es noch nicht getan haben, versuchen sie es, tun sie es. Und sie werden sehen, dass in ihrem Leben Frieden einkehren wird. Kapitel 59, die Verse 18 bis 21. Nach den Taten wird er vergelten, mit Grimm seinen Widersachern, mit Vergeltung seinen Feinden, ja den Inseln will er heimzahlen. Dass der Name des Herrn gefürchtet werde, bei denen vom Niedergang der Sonne und seiner Herrlichkeit, bei denen von ihrem Aufgang, wenn er kommen wird, wie ein reißender Strom, den der Odem des Herrn treibt. Aber für Zion wird er als Erlöser kommen. Und für die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der Herr. Also Gott wird kommen, um denen zu vergelten, die gegen ihn willentlich und wissentlich sündigen. Aber er wird auch als ein Erlöser kommen für die, die sich von der Sünde abwenden. Vers 21, und dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr, mein Geist, der auf dir ruht, meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, die sollen von deinem Munde nicht weichen, noch von dem Mund deiner Kinder und Kindeskinder, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Haben Sie Kinder oder Kindeskinder, die den falschen Weg gehen, denen Sie so gerne helfen würden, aber es nicht können? Alles dies wird sich ändern. Schauen Sie, dann wird die Natur des Menschen geändert werden, dann wird Erkenntnis kommen, dann wird Gottes Geist in der Lage sein, Ihnen zu helfen. Schauen Sie, auch heute ist Gottes Geist natürlich in der Lage, aber das Problem ist, die meisten wollen davon gar nichts wissen. Und Gott hat natürlich auch verfügt, dass heute nur wenige in diesem Zeitalter berufen werden zu seinem Heil. Die anderen werden später berufen. Gott hat ja nicht gesagt, dass alle anderen verurteilt und verdammt sein würden. Schauen Sie, im Millennium wird jeder berufen werden. Im großen weißen Throngericht wird jeder berufen werden. Und wird dann die Gelegenheit haben, sich entweder für Gott zu entscheiden oder gegen ihn. Und ich hoffe, die meisten werden sich für ihn entscheiden. Schauen wir uns Kapitel 60 an. Die Verse 10 und 11. Fremde werden deine Mauern bauen und ihre Könige werden dir dienen. Denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Gnade erbarme ich mich über dich. Die Rede ist wiederum von Jerusalem, von dem Haus Juda, dem Haus Israel. Deine Tore sollen stets offen stehen und weder Tag noch Nacht zugeschlossen werden, dass der Reichtum der Völker zu dir gebracht und ihre Könige herzugeführt werden. Schauen Sie, Jerusalem wird zerstört werden zu einem großen Maße. Fremde werden dabei helfen,
Jerusalem wieder aufzubauen. Und es wird wohlhabend werden. Auch das ist klar und deutlich prophezeit. Im gleichen Kapitel, Vers 19. Die Sonne soll nicht mehr dein Licht sein am Tage. Der Glanz des Mondes soll dir nicht mehr leuchten, sondern der Herr wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein Glanz sein. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht den Schein verlieren, denn der Herr wird dein ewiges Licht sein und die Tage deines Leidens sollen ein Ende haben. Das kann man auf verschiedene Weisen verstehen. Zunächst einmal, dass es nicht mehr darauf ankommt, jetzt auf Sonne und Mond zu achten. Gott wird da sein, aber es geht natürlich auch jetzt um Geistwesen. Und wenn wir Geistwesen sind, dann wird die Zeit unseres Leidens ein Ende haben und dann wird natürlich, sind wir nicht mehr abhängig von physischen Dingen wie Sonne und Mond. Vers 21. Und dein Volk sollen lauter Gerechte sein. Ja, weil die alle Gottes Gesetz halten werden. Sie werden das Land ewiglich besitzen als der Spross meiner Pflanzung und als ein Werk meiner Hände mir zum Preise. Aus dem Kleinsten sollen tausend werden. Und aus dem Geringsten ein mächtiges Volk. Im Millennium. Ich, der Herr, will es zu seiner Zeit eilends ausrichten. Wenn Christus zurückkommt, werden zunächst einmal nur noch sehr wenige Menschen leben. Die meisten werden umgekommen sein in diesen schrecklichen weltweiten Kriegen, von denen wir bereits gehört haben. Aber im Millennium werden die Menschen wieder zunehmen und Kinder und Kindeskinder erzeugen. Und die werden aber dann den Weg Gottes erkennen und lehren und lernen und befolgen. Kapitel 61, Jesaja 61, die Verse 1 bis 6. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Jesus Christus, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Gute Nachricht, frohe Botschaft, das Evangelium. Die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, und verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Auch das ist etwas, was Christus bereits schon bei seinem ersten Kommen angekündigt hat. Er hat gesagt, diese Stelle ist teilweise bereits damals schon in Erfüllung gegangen, aber auch wiederum nur als Vorläufer. Als Vorläufer für eine endgültige Erfüllung im Millennium und dann auch während des großen weißen Throngerichtes. Vers 3. Zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Nun würden sie nicht gerne Pflanzung der Gerechtigkeit oder Bäume der Gerechtigkeit genannt werden heute. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen, was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Fremde werden hintreten und eure Herden weiden. Also die werden nicht nur dabei helfen, Jerusalem aufzubauen, die werden auch die Herden weiden. Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner sein. Ihr aber sollt Priester des Herrn heißen, und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Ihr werdet der Völker Güter essen und euch ihrer Herrlichkeit rühmen. Schauen Sie, es geht hier jetzt um physische Menschen, die aber dann zu Priestern werden sollen, wie wir heute bereits schon als Mitglieder der wahren Kirche Gottes das heilige Priestertum genannt werden. Und so wird sich das fortsetzen. Die Aufgabe der Kirche wird sich fortsetzen im Millennium, damit eben auch allen Menschen die Wahrheit verkündigt werden kann. Und das Hauptmerkmal eines Priesters ist ja, die Wahrheit zu lehren. Und so lesen wir hier in Kapitel 65. Jesaja 65, die Verse 17 bis 19. Nun, das sind jetzt Zustände, die sogar nach der dritten Auferstehung erfolgen werden. Aber es sind als Vorläufer auch Zustände zu begreifen im Millennium und in der zweiten Auferstehung. Kapitel 65, Vers 17, da heißt es: Denn siehe, ich will einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk.
Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Schauen Sie, wie wunderbar wird dies sein. Keine Klage mehr, kein Weinen mehr, keinen Krieg mehr. Nur noch Frieden und Wohlstand und Freude. In Kapitel 66 lesen wir angefangen Vers 18. Jesaja 66 und Vers 18. Ich kenne ihre Werke und ihre Gedanken. Schauen Sie, nichts, was Sie denken, nichts, was Sie tun, ist Gott verborgen, auch heute schon nicht. Ich kenne Ihre Werke und Ihre Gedanken und komme, um alle Völker und Zungen zu versammeln, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Und ich will ein Zeichen unter Ihnen aufrichten und einige von Ihnen, die errettet sind. Also, wie ich sagte, der Auftrag der Kirche wird sich auch im Millennium fortsetzen. Einige von denen, die errettet sind, die will ich zu den Völkern senden. Nach Tarsis, nach Put und Lut, nach Meschech und Rosch, nach Tubal und Javan und zu den fernen Inseln, also inklusive Russland und China und Japan und andere fernöstliche Staaten, wo man nichts von mir gehört hat, nichts von dem wahren Gott, nichts von dem wahren Jesus Christus, obwohl es da in Anführungszeichen viele Christen geben mag in diesen Ländern, die haben von dem wahren Gott nichts gehört. Nichts gehört in dem Sinne, dass sie es verstanden hätten. Nichts gehört in dem Sinne, dass sie es akzeptiert hätten. Wo man von ihnen, von mir nichts gehört hat, sagt er, und wie meine Herrlichkeit noch nicht gesehen haben. Und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen. Und sie werden alle eure Brüder aus allen Völkern herbringen, dem Herrn zum Weihgeschenk, auf Rossen und Wagen. In Sänften, auf Maultieren, Dromedaren, nach Jerusalem, zu meinem heiligen Berge, spricht der Herr, gleich wie Israel die Opfergaben in reinen Gefäßen zum Hause des Herrn bringt. Vers 21. Und ich will auch aus ihnen, also aus diesen Fremden jetzt, die aber jetzt zu Jerusalem kommen, um von Gott zu hören, aus allen diesen Nationen, zu denen das Wort Gottes ergeht, auch aus denen will ich Priester und Leviten nehmen, spricht der Herr. Also wie gesagt, Gott wird sich aller Nationen erbarmen und wird allen Nationen helfen und dann auch wiederum einige aus diesen Nationen nehmen, um denen aus ihren Nationen dann Gottes Wahrheit zu verkünden. Aber schauen Sie, Gott schließt das Buch Jesaja mit einer Warnung ab und er tut dies nicht ohne Grund. Denn alles das, was er hier gesagt hat, alles das, was wir heute gehört haben, es geht nicht darum, es zu hören nur, es geht darum, es auch dann zu beherzigen und danach zu leben. Und Gott sagt uns, was geschieht, was mit denen geschieht, die sich weigern, dies zu tun. Und so sagt er hier im gleichen Kapitel, in Kapitel 66, angefangen in Vers 22. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir Bestand haben, spricht der Herr, so soll auch euer Geschlecht und Name Bestand haben. Und alles Fleisch wird einen Neumond nach dem anderen, einen Sabbat nach dem anderen kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Und sie werden hinausgehen und schauen die Leichname derer, die von mir abtrünnig waren. Denn ihr Wurm wird nicht sterben, ihr Feuer wird nicht verlöschen, sie werden allem Fleisch ein Gräuel sein. Es geht hier um diejenigen, die sich nicht Gott untertan machen wollten. Nun, einige sagen, aha, hier wird also auch schon im Alten Testament die Hölle gepredigt. Und im Neuen Testament wird auch die Hölle gepredigt, eine ewig währende Höllenqual. Darum geht es hier keineswegs. Was hiermit gemeint ist, ist zunächst einmal, dass Gott diejenigen, die ihm im Millennium dienen werden, mit denen verglichen werden, die gegen ihn rebellierten und die getötet wurden, und die dann in der dritten Auferstehung ihrer Verbrennung, ihrer Auslöschung harren. Harren in Anführungszeichen, denn die leben zunächst einmal nicht weiter, die sind tot in ihren Gräbern. Es gibt kein Bewusstsein während des Todes, aber die werden in der dritten Auferstehung, dieser letzten Auferstehung hochkommen, um verbrannt, um vernichtet zu werden. Schauen Sie, viele werden bei der Entscheidungsschlacht umkommen, die Christus mit den Völkern führen wird, die gegen ihn rebellieren. Und das bedeutet nicht, dass die jetzt unbedingt die unvergebbare Sünde begangen haben, weil die ja unbedingt nicht wissen,
gegen wen sie eigentlich kämpfen. Aber Gott vergleicht diese mit denen, die die unvergebbare Sünde begehen werden oder begangen haben. Und wir hatten ja auch bereits von den asiatischen Horden gehört, die dann noch einmal zu Anfang des Millenniums gegen Jerusalem, gegen Israel kämpfen wollen. Auch die werden zunächst einmal vernichtet. Und auch hier wiederum werden die mit denen verglichen, die in der dritten Auferstehung vernichtet werden. Und schauen Sie, diese Armee, diese asiatischen Horden, die wird so gewaltig sein, dass es einige Zeit in Anspruch nehmen wird, bis alle diese Leichen verbrannt werden können. Und in der Zwischenzeit werden sich Würmer oder besser Maden entwickeln an diesen Leichen. Und deswegen heißt es hier, dass die Maden nicht sterben, denn letztendlich werden daraus natürlich dann die Fliegen und was nicht alles werden. Das ist damit gemeint. Es gibt keine unsterblichen Maden, keine unsterblichen Würmer. Aber das Feuer, heißt es, wird nicht verlöschen oder ausgelöscht werden, wie es richtig heißen sollte, bis alles verbrannt ist. Schauen Sie, wenn alles verbrannt ist, wird das Feuer auch nicht mehr brennen. Wir sprechen von dem Feuer von Sodom und Gomorra. Es wird unauslöschliches Feuer genannt im Neuen Testament, aber das Feuer ist längst ausgegangen. Denn nachdem Sodom und Gomorra vernichtet worden waren, da war das Feuer auch nicht mehr am Brennen. Es war unauslöschlich, weil kein Mensch es auslöschen konnte. Aber hier endet Gott mit dieser Warnung. Und er sagt, wenn wir alle diese Wahrheit erkannt haben und wir uns gleichwohl weigern, dieser Wahrheit untertan zu sein, gleichwohl uns weigern, Gott zu gehorchen, dann wandeln wir auf dünnem Eis. Wie ja auch Christus damals den Pharisäern sagte, ihr sagt, wir sehen, deshalb bleibt eure Sünde. Die wussten, was sie taten. Sie wussten, dass Christus ein Prophet war, von Gott gesandt. Aber sie haben ihn aus Neid überantwortet. Die wollten nicht, dass sie ihre Position, ihre Stellung verloren. Auch denen hatte Christus nicht gesagt, ihr habt bereits die unvergebbare Sünde begangen, aber er sagt denen, ihr seid nahe dran, passt ja auf. Denn wenn ihr weiter so macht, wie ihr heute lebt, wenn ihr weiterhin die Kraft des Heiligen Geistes ablehnt, der euch die Kraft geben könnte, euch zu ändern, eure Natur, eure Gesinnung zu ändern, dann habt ihr eure Gelegenheit verpasst. Also es ist eine Warnung hier gegeben zu Ende dieses Buches. Nach all diesen wunderbaren, herrlichen Erklärungen, die uns Jesaja hier gibt, wie es im Millennium aussehen wird, wie wir heute uns bereits schon verhalten müssen, um beizutragen an dieser herrlichen Zukunft, gibt er uns diese Warnung. Er sagt, verscherzt diese Berufung nicht, die euch Gott anbietet. Und so will ich auch mit diesen Worten der Warnung schließen. Wenn Gott sie heute beruft, dann akzeptieren sie die Berufung und leben sie so, wie Gott es von ihnen erwartet. Vergessen sie nicht, für sie, wenn Gott sie heute beruft, ist in der Tat heute der einzige Tag des Heils. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.